Guten Morgen. Es ist schön, so viele Schwestern und Brüder zu sehen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen mit einer Andacht beginnen können, dass wir in die Offenbarung hineintauchen können gemeinsam und die Botschaft an Laodicea verstehen können. Bevor wir aber gemeinsam die Bibeln aufschlagen, bitte lasst uns alle zum Gebet niederknien und den Geist bitten, dass er bei uns ist. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir uns heute Morgen treffen können, dass wir zusammenkommen können unter deinem Namen, dass wir dein Volk sind und dass wir von dir hören dürfen, dass wir dein Wort öffnen dürfen und schauen können, Herr, was du uns zu sagen hast. Und lieber Vater, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist, dass du unser Lehrer bist, dass du uns führst in dein Wort hinein, damit dein Wort Teil von uns wird, damit wir verstehen, Herr, was du uns sagen möchtest und damit unsere Herzen verändert werden. Lieber Vater, wir danken dir schon jetzt dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und heute Morgen schauen wir uns die Botschaft an, der treue und wahrhaftige Zeuge. Denn so steht es ja geschrieben in Offenbarung 3, Vers 14. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und um diesen treuen und wahrhaftigen Zeugen, um den soll es heute Morgen gehen. Diese Botschaft ist ja speziell gerichtet an die Gemeinde Laodicea. Lao, das Volk, Dike, Gericht, an das Volk des Gerichts. Diese Botschaft ist gerichtet an das Volk, das lebt zu Ende der Zeiten, wenn das Gericht im Himmel stattfindet. Und seit wann gibt es dieses Gericht? Seit 1844. Seitdem tagt ein Gericht im Himmel. Und viele Menschen sagen, oh, ein Gericht, das ist schlimm. Wir haben Angst vor diesem Gericht. Es geht sogar so weit, dass Menschen sagen, lasst uns nicht mehr über dieses Gericht sprechen. Das heißt, predige doch etwas anderes, aber nicht über das Gericht. Aber wir sind Laodicea. Wir sind das Volk des Gerichts. Und wir müssen keine Angst haben vor dieser Botschaft. Ganz im Gegenteil. Diese Gerichtsbotschaft ist so ein Segen. Es ist so gut, dass dieses Gericht stattfindet. Jeder hier, jeder Einzelne und niemand ist ausgenommen, steht unter dem Fluch des Todes. Denn wir alle haben gesündigt und da ist nicht einer unter uns, der nicht gesündigt hätte. Über uns allen steht das Wort, der Sünde sollt, ist der Tod. Und eigentlich würde uns ein Gericht verurteilen. Wir sind schuldig, wir sind in die Rebellion gegangen, wir haben uns von Gott getrennt, wir haben uns vom Leben getrennt und deswegen würden wir sterben. Und es hilft nicht, wenn wir nicht darüber sprechen. Das Gericht findet trotzdem gerade statt, ob wir darüber sprechen oder nicht. Und es ist wirklich ein Gericht, das da im Himmel tagt. Da gibt es einen Ankläger, da gibt es einen Beschuldigten, das sind wir, und es gibt einen Anwalt, es gibt einen Fürsprecher, das ist Christus. Nun, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag werden im Himmel Rollen geöffnet und es wird geschaut, wer ist das, wer ist derjenige? Wer wird jetzt behandelt? Welcher Fall? Und dort kommen unsere Namen vor. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Adam, Eva, die sind schon durch. Henoch, Noah, bestimmt auch schon Mose und Abraham. Und wahrscheinlich ist das Gericht auch schon an David vorüber. Und Petrus ist wahrscheinlich auch schon behandelt worden. Vielleicht sind wir bei Luther, vielleicht sind wir noch weiter. Diese Menschen werden im Gericht ja von Satan angeklagt. Und es heißt, da, er gehört zu mir, er ist mit in die Rebellion gegangen. Aber dann steht da ein treuer Zeuge auf. Ein treuer Zeuge,
der für uns aufsteht. Der Teufel klagt uns an. Er gehört zu mir, er gehört in die Rebellion. Aber der treue Zeuge steht für dich und für mich auf. Und Christus spricht sein Volk gerade frei im Gericht. Er ist ja nicht dort hineingegangen, um die Menschen anzuklagen. Christus ist dort hineingegangen, um uns frei zu sprechen. Und er sagt, er gehört zu mir, er gehört zu mir, er gehört zu mir. Wir alle liegen ja unter diesem Bann des Todes und dein Nachbar hier ist nicht besser als du. Selbst der links und rechts neben dir sitzt und wenn er noch so fromm ist, auch er ist ein Sünder. Aber Christus streitet für dich und für ihn und er ruft sie aus dem Gericht in die Freiheit. Schon damals Hiob hatte sich darauf verlassen. Geht mal mit mir ins Buch Hiob, ins 16. Kapitel. Hiob 16. Und hier lesen wir die Verse 16, 17 und 18. Hiob 16, 16 bis 18. Hiob sagt, mein Angesicht ist gerötet vom Weinen und Todesschatten liegen auf meinen Lidern. Obwohl kein Unrecht an meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist, o Erde, decke mein Blut nicht zu und mein Geschrei komme nicht zur Ruhe. Und jetzt in Vers 19 sagt er, aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Selbst jetzt, ich liege im Staub, ich weine, ich bin im Elend. Aber ich habe Hoffnung, denn mein Zeuge, mein Bürge, der für mich bürgt, steht jetzt im Himmel für mich ein. Und er wird für mich kämpfen, wird der Satan mich auch anklagen. Und der Satan wird mich zu Recht anklagen, denn ich war in der Rebellion. Und der Satan wird meine Taten aufzeigen. Aber mein treuer Zeuge wird für mich kämpfen. Dieser treue Zeuge, dieses Wort treu, Pistos, das benutzt Johannes nicht nur in der Offenbarung. Dieser treue Zeuge, dieses Wort treu, das benutzt er auch in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Schaut mal in den ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, das gleiche Wort. Erster Johannes, erstes Kapitel, Verse 8 und 9. Johannes schreibt hier, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus ist treu. Dieses Wort Pistos ist genau das gleiche Wort, unser treuer Zeuge. Christus wird seinen Bund mit uns nicht vergessen, schon gar nicht im Gericht. Wenn deine Buchrolle vorgebracht wird, dein Leben aufgerollt wird und es wird dort hineingeschaut, dann wird Christus für dich aufstehen. In dieser Buchrolle wird gelesen werden, Sünde, 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 gute Tat, Sünde, Sünde, Sünde. So sieht unser Leben noch aus. Aber Christus wird für dich aufstehen. Er wird für dich eintreten und sagen, dieses mein Kind gehört zu mir. Und dann, was wird dann passieren? Meine Buchrolle voller Sünde und Christus steht auf und sagt, das ist mein Kind. Warum? Christus wird sagen, er hat sein Leben für mich gegeben. Und ich habe mein Leben für ihn gegeben. Mein Leben ist jetzt in Christus. Kann Christus verurteilt werden? Unmöglich. Christus hat nie etwas gemacht, wofür man ihn hätte verurteilen können. Aber ich bin jetzt Teil der Gemeinde Gottes. Seine Gemeinde ist sein Leib. Ich bin Teil von ihm. Ich gehöre zu ihm. Wenn ich angeklagt werde, wird Christus angeklagt. Nun bin ich ein sündiger Mensch. Und jeder hier im Raum ist das auch. Jetzt kann denn ein Sünder in Christus hinein? Ja. Er hat uns berufen, als wir Sünder waren. Er hat uns zu seiner Gemeinde gemacht, als wir Sünder waren. Und er hat uns die Sünde vergeben. Was wird passieren im Gericht, wenn Christus für uns aufsteht und meine Rolle wird gelesen und man sieht die ganze Sünde meines Lebens?
dann sagt Christus, er gehört zu mir. Die Anklage würde also lauten, dann trifft das Urteil dich, Christus. Und Christus wird seine Hände heben und sagen, schaut, ich habe den Preis bezahlt. Der Sünde Sold ist der Tod. Mein Kind gehört zu mir. Der Herr schelte dich, du Satan. Was willst du mein Kind anklagen? Er hat sein Leben mir gegeben. Er ist Teil von mir. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Wenn wir in Johannes weiterlesen, die nächsten beiden Verse, also Vers 10 und im zweiten Kapitel den ersten Vers, dann heißt es hier, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist für uns da. Wir sollen nicht sündigen, wir brauchen nicht sündigen. Und wir werden die Sünde hassen. Umso mehr wir in Christus hineinverwandelt werden, umso mehr werden wir die Sünde hassen. Und er sagt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher im Himmel. Christus ist für uns da. Christus ist unser wahrhaftiger Zeuge vor dem Vater. Was meint das? Er ist ja der treue Zeuge und er ist der wahrhaftige Zeuge. Und er ist unser Fürsprecher, unser Parakletos. Ein wahrhaftiger Zeuge, was wird ein wahrhaftiger Zeuge bestimmt nicht machen? Er wird bestimmt nicht lügen. Er ist ein wahrhaftiger Zeuge. Er wird die Wahrheit ans Licht bringen. Aber Moment, ist das nicht schlecht? Wenn die Wahrheit meines Lebens ans Licht gebracht wird, der Satan wird dafür sorgen, dass die Taten meines Lebens ans Licht gebracht werden. All die bösen Dinge, all die bösen Worte, all das, was ich gemacht habe, das braucht der wahrhaftige Zeuge nicht mehr tun. Das wird der Teufel tun. Der wird mich anklagen und der wird sagen, was alles vorgefallen ist. Aber Christus, der wahrhaftige Zeuge, der mit Sicherheit nicht lügt und der alles von mir weiß, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Christus wird mein Herz offenlegen. Der Teufel wird mich anklagen und sagen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Wie sehr ich in diese Rebellion verstrickt bin und dass ich mich gegen Christus entschieden habe, denn alle meine Taten zeugen doch davon. Und Christus wird mein Herz offenlegen. Er ist der wahrhaftige Zeuge. Er sieht, wie es in meinem Herzen aussieht. Und er wird sagen, schau. Dieses Kind gehört zu mir. Es möchte zu mir. Es hat sein Leben gegeben mir. Dieses Kind hasst die Sünde. Es verabscheut die Sünde. Und es möchte zu mir gehören. Mein treuer, mein wahrhaftiger Zeuge wird die Wahrheit offenbaren von dem, was in meinem Herzen vorgeht. Und wenn ich mich auch selber manchmal anklage für den Menschen, der ich bin, wird Christus doch sehen, was dahinter steht. Er wird in mein Leben hineingucken und sagen, was hat er gekämpft in seinem Leben? Er wollte aus dieser Rebellion raus. Und sein Herz zeugt davon. Und das wird Christus bekennen im Gericht. Ja, der Satan wird mich übel verklagen. Aber Christus wird für mich kämpfen. Er wird für mich streiten. Nun ist es aber so, dass doch im Gericht das Wort eines Zeugen nicht gilt. Wie viele Zeugen müssen da sein, damit das Wort gilt? Zwei, mindestens zwei, nicht wahr? Nur auf den Rat von zwei oder drei Zeugen hin. Nun, wenn Christus für mich einsteht, ja, wer kämpft denn noch für mich? Christus spricht für mich und Christus kämpft mich frei. Er öffnet mein Herz. Aber dieses Wort Parakletos wird noch einmal angewandt in der Bibel. Schaut mal in Johannes 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Christus sagt hier zu seinen Jüngern, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Parakletos geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Es wird noch einen anderen Fürsprecher geben für mich,
einen anderen Parakletos, der bei mir ist, einer, der für mich eintritt, einer, der um mich kämpft. Ja, Christus kämpft im Gericht um mich, aber da ist noch jemand, noch ein anderer, der für mich kämpft. Und das ist der Geist, den Christus gesandt hat. Nun, was macht dieser Geist denn? In Römer 8 spricht Paulus davon und zeigt, was dieser Geist tut. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist in euch, Gottes Geist, der in euch wirkt, der euer Innerstes kennt, der euer ganzes Herz liest, er wird Zeuge sein. Er wird Zeuge sein, Christus wird Zeuge sein. Die beiden werden bezeugen, dass ihr zu ihm gehört. Und zwei Zeugen kann man nicht anfechten. Ihr werdet aus dem Gericht in die Freiheit gerufen werden, weil ihr Gottes Kinder seid. Ihr seid keine Kinder des Teufels mehr. Ihr gehört nicht mehr zur Rebellion. Deswegen seid ihr hier, weil ihr euch dagegen entschieden habt. Ihr habt gesagt, wir möchten aus dieser Rebellion raus. Wir wissen, dass diese Rebellion nichts Gutes gebracht hat. Seit der Teufel gegen Christus auferstanden ist, gegen ihn aufbegehrt hat, seitdem kam da nichts Gutes bei raus. Und die Menschen, die hätten ja nicht im Traum daran gedacht, dieser Rebellion zu folgen. Aber sie wurden verführt. Und Gott hat gekämpft, um seine Kinder zurückzubekommen. Und hier sind viele seiner Kinder. Menschen, deren Bürgerrecht nicht mehr auf Erden ist. Menschen, deren Bürgerrecht heute schon im Himmel ist, weil sie zu Christus gehören. Und der Geist und der Sohn, sie werden das bezeugen über euch. Dass ihr zu ihm gehört. Der Teufel kann das Leben von uns fordern, aber er kann nicht euer Leben aus der Hand Jesu fordern. In Christus ist euer Leben verborgen. Er kann gegen euch kämpfen, er kann euch zum Wein bringen, er kann euch fast in die Verzweiflung treiben, aber er kann euer Leben nicht aus der Hand Jesu reißen. Der hält es fest und im Gericht hält das hoch, sagt mein Kind. Wann wird sich Christus eigentlich zu uns im Gericht bekennen? Wann wird er aufstehen und seinen Namen vor dem Vater bekennen? Unseren Namen bekennen vor dem Vater. Wann wird er das machen? Er hat das seinen Jüngern damals gesagt. Er hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr, Lukas 12, komm, wir gucken rein, Lukas 12, Vers 8 und 9. Lukas 12, Vers 8 und 9. Christus sagt hier zu seinen Jüngern, zu euch, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, sagt Christus, dann werde ich mich zu euch bekennen. Christus möchte sich unbedingt zu euch bekennen im Himmel, denn das ist der Wille seines Vaters, der ihn gesandt hat. Dass niemand von denen verloren geht, die er berufen hat. Er hat euch gerufen aus der Welt heraus. Sein Wille ist, euch zu retten. Er möchte euren Namen um jeden Preis im Himmel bekennen können. Gestorben ist er schon. Er hat schon alles getan. Der Preis ist bezahlt. Es gilt nur noch jetzt, euch zu retten. Wie macht er das? Wie rettet er uns? Indem wir ihn hier auf Erden bekennen, bekennt er sich im Himmel zu uns. Was meint denn dieses Bekenntnis? Hier werde ich mich bekennen, auf Erden, indem ich sage, ich bin Christ, ja, aber das hat mehr zu sagen. Ich bin Christ, das heißt, ich folge Christus. Das Bekenntnis, das ich gebe, ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das Bekenntnis ist nicht nur, dass ich sage, ich kenne so viel aus der Bibel, ich muss zu Christus gehören. Ich bin in der Lage, den Tempel von Hesekiel genau zu beschreiben. Ich habe eine super Auslegung von Daniel 11 und die Posaunen kriege ich alle in die richtige Reihenfolge. Außerdem kenne ich alle Machenschaften der Jesuiten.
Das ist ja interessant. Und das ist interessant, das zu studieren, sich das anzugucken. Aber das ist nicht der Weg des Heils. Das hilft uns gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, natürlich in der großen Sichtung, wo wirklich alles gesichtet wird, was gesichtet werden kann. Da ist die Bibel, das Wort Gottes, unser Licht auf unserem Weg. Und es hilft uns festzustehen. Aber das Bekenntnis ist unser Leben. Ihr seid das Licht der Welt, hat Christus gesagt. Die Stadt, die auf einem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt. Christus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Auslegung des Tempels von Ezekiel hören und euren Vater im Himmel preisen. Hat er das so gesagt? Was hat er gesagt? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie... Dankeschön, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Stadt, die auf einem Berge ist, kann gar nicht verborgen bleiben. Wenn ihr Christus folgt, wird euer Leben das zeigen. Wie werdet ihr handeln? Woran wird man euch erkennen? Woran wird man die Gemeinde Gottes erkennen? Amen, dankeschön, dass sie Liebe untereinander haben. Ihr werdet in Liebe miteinander umgehen, ihr werdet in Liebe handeln. Liebe hat nichts zu tun mit der Rebellion. Liebe ist das Gesetz Gottes. Indem wir in Liebe miteinander umgehen, die Menschen werden schauen und gucken, sagen, wow, es gibt eine Gemeinde, die so ist. Wir klagen sie an, wir versuchen ihnen das Leben schwer zu machen und die beten für uns. Untereinander sind sie im Streit und anstatt, dass sie übereinander herfallen, fangen die an, füreinander zu beten. Sie bekennen einander ihre Sünden, sie stehen zueinander, sie helfen einander in der Not. Dieses kann gar nicht verborgen bleiben von der Welt, denn die Welt ist in der Rebellion und die handelt genau anders. Das ist ein offenes Bekenntnis, das wir geben in diese Welt hinein. Du musst dich nicht jeden Tag fragen, ob du den Bibeltext richtig ausgelegt hast oder ob da vielleicht irgendwo der Feind lauert. Du musst dich fragen, ob deine Entscheidungen, die du getroffen hast an diesem Tag, ob sie in Liebe waren. Hast du richtig gehandelt? War das in Liebe? Nach deinem Wissen. Du musst nicht alles wissen, was Paulus gewusst hat. Aber ist das, was du tust, in Liebe? Wir nennen das Heiligung. Unser Leben in Liebe gelebt. An den Taten werden sie uns erkennen. Und deckt euer Licht nicht zu. Stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel. Christus hatte gesagt, dass ihr das nicht abdecken sollt. Und warum sollt ihr es nicht abdecken? Wenn euer Licht unter einem Scheffel ist, dann leuchtet ihr dafür euch selbst. Und Christus möchte am Menschen rennen. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit. Ihr seid die Sterne, von denen in Daniel 12 gesprochen wird. Die, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Lasst euer Licht leuchten. Was wird passieren, wenn ihr dieses Leben lebt, wenn ihr in diesen letzten Tagen die Liebe lebt? Die Menschen werden sagen, oh, das ist aber verrückt, mach das nicht. Wenn ich jetzt den Raum hier dunkel mache und nichts mehr zu sehen ist, eure Pupillen werden riesengroß werden und ihr werdet trotzdem nichts sehen. Und dann kommt jetzt einer hier auf die Idee und sagt, ich lasse mein Licht leuchten, der macht ein helles Licht an. Dann werden alle sagen, oh, aua, das tut weh. Mach das Licht wieder aus. Das ist die normale Reaktion in der Welt, wenn Menschen in Finsternis leben. Ihr lasst euer Licht leuchten und die Menschen sagen, das wollen wir nicht sehen, das ist verrückt. Mach das aus. Und manchmal machen wir den Fehler, wir nehmen dann unser Licht und stellen es unter einen Scheffel. Denn es tut den anderen ja irgendwie weh. Tut es nicht. Nehmt euer Licht und setzt es auf einen Leuchter. Was passiert mit den Menschen? Es braucht eine Weile. Aber plötzlich gewöhnen sich die Augen daran. Und plötzlich sehen sie die Schönheit. Amen. Amen. Plötzlich sehen sie, wie wunderbar Gott ist, wie wunderbar Gottes Welt ist, wie wunderbar seine Gebote sind, wie wunderbar die Veränderung deines Herzens ist und dass das auch mit seinem Herzen passieren kann. Ein offenes Bekenntnis. Bekennt euch hier zu Christus. Lasst euer Licht leuchten, dann wird sich Christus im Himmel zu euch bekennen. Unser treuer Zeuge schläft nicht. Lasst mal gemeinsam in seinen letzten Vers hineingehen, in Hebräer 10.
in Hebräer 10 und wir lesen Vers 22 bis 25. Paulus hat hier in Hebräer so einen schönen Rat gegeben, der für uns so wichtig ist. Hebräer 10, ab Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wir haben nun das große Glück, dass wir auf so einer Versammlung sind. Wir haben eine Versammlung. Was sollen wir auf dieser Versammlung tun? Wir sollen einander anspornen zu Liebe, zu guten Werken. Wir sollen einander auferbauen. Wir sollen einander helfen, füreinander beten. Das soll unser tägliches Leben ausmachen. Und wie viel mehr, wenn wir als Geschwister zusammenkommen, wenn wir versammelt sind im Namen Gottes. Lasst uns in diesen letzten Tagen so ein Leben führen, das mit Christus felsenfest und untrennbar verbunden ist. Denn das kann nicht verborgen bleiben. Wenn ihr füreinander betet, wenn ihr einander helft, einander dient, einander die Übertretung bekennt, dann seid ihr wahrhaftig seine Jünger. Dann wird Christus euch aus dem Gericht befreien. Und das Gericht ist keine Schreckensbotschaft. Das Gericht ist wundervoll. Ohne dieses Gericht würde die Sünde auf ewig im Weltall bleiben. Und ohne dieses Gericht würden wir nie frei gesprochen werden vom Tod. Unser treuer und wahrhaftiger Zeuge ist dort. Und wozu führt das, wenn wir ihm so folgen? Wir sollen offenes Bekenntnis an den Tag legen, wenn unser Licht leuchtet. Es führt dazu, dass wir Laodicea werden. Laodicea, Lao Volk, Dike kann Gericht oder auch Gerechtigkeit heißen. Wir werden ein Volk der Gerechtigkeit werden. Und ist es nicht das, worauf auch die dritte Engelsbotschaft hindeutet, ganz am Ende, die dritte Engelsbotschaft? Sie geht in die Heiligung hinein. Das wird die letzte Generation auszeichnen. Das wird uns auszeichnen. Denkt an das Ende dieser dritten Engelsbotschaft. Die Leute, die rausgehen aus Laodicea, die letzten Überlebenden in Laodicea. Wer wird das sein? Dankeschön. Die 144.000, nicht wahr? Sie waren versiegelt mit dem Siegel Gottes an ihrer Stirn. Was für ein Siegel Gottes ist denn das? Was tragen sie wirklich an ihrer Stirn? Dankeschön. Schaut mal in Offenbarung 14. Die müssen wir uns mal angucken. Offenbarung 14, Vers 1. Offenbarung 14, Vers 1. Wir finden hier die 144.000 zweimal in der Bibel. Einmal in Offenbarung 7, da wird gesprochen von dem Siegel, das sie an ihren Stirn tragen. Und jetzt in Offenbarung 14, Vers 1 heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Was ist das Siegel? Der Name des Vaters. Und der Name des Vaters ist sein Charakter. Diese 144.000 sind in dieser letzten Zeit, in der es so schlimm war, in die Heiligung hineingegangen. Ihr Charakter wurde verwandelt in den Charakter Jesu. Das müssen wir auch. Lasst uns das auch anstreben und umso mehr, je näher wir den Tag herannahen sehen. Lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns unsere Versammlung nicht versäumen. Lasst uns anspornen zu guten Werken und Liebe. Werdet nicht die Ankläger eurer Brüder, sondern betet für sie. Ihr dürft heute noch entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Werdet ihr die Ankläger oder Verteidiger, betet ihr für eure Brüder? Es ist jedem freigestellt, auf der Seite der Rebellion zu stehen oder auf der Seite Jesu. Und ich bete dafür. Und es ist mein Wunsch, dass wir gemeinsam auf der Seite Jesu eines Tages in das himmlische Heiligtum eingehen werden. Wenn das Werk hier auf Erden in uns abgeschlossen ist. Amen.